Das Gremium tagt geheim zu Fragen der Sicherheitspolitik. Es befasst sich insbesondere auch mit wichtigen Einzelentscheidungen zu Rüstungsexporten. Vorsitzende ist die Bundeskanzlerin, Teilnehmer sind unter anderem Minister und der Generalinspekteur der Bundeswehr. Der Rat kommt nicht regelmäßig zusammen, sondern nur, wenn eine Entscheidung ansteht. Berlin hatte im Herbst in Reaktion auf die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Riad zu liefern. Auch wenn diese gemeinsam mit europäischen Partnern produziert wurden. In Frankreich löste die Zurückhaltung der Bundesregierung mit Blick auf deutsch-französische Rüstungsprojekte zunehmend Befremden aus. Saudi-Arabien hat Milliardenaufträge in Europa vergeben. Unter anderem bestellte Riad 48 Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter. Das Kampfflugzeug wird von Airbus zusammen mit der britischen BAE Systems und dem italienischen Luftfahrtkonzern Leonardo gebaut. An dem Konsortium mit Sitz bei München sind Deutschland und Großbritannien zu jeweils einem Drittel beteiligt, Spanien hält 13 und Italien 21%. Bei Vorbehalten in Deutschland gegen Rüstungsexporte in einzelne Länder könnte eine sogenannte De Minimis-Regel Abhilfe schaffen. Demnach wäre die Lieferung von Rüstungsgütern möglich, bei denen der prozentuelle Anteil deutscher Bauteile je nach konkretem Fall unterhalb einer bestimmten Marke liegt.